Hi Leute und willkommen zum neuen Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten. Und um das ein bisschen kurz hier zu sagen, wir hatten das letzte Mal die Feierprüfung bestanden, zu dem hier unten auch nochmal freundlicherweise beglückwünscht wird, dass dies geschehen ist. Die hatten wir im letzten Part beendet, wenn ihr euch noch so dran erinnert. Dann müssen wir jetzt raus. Ich weiß nicht, eigentlich waren wir schon da, wo wir hin mussten. Mussten nämlich hoch. Mussten aber mit der Person nicht pressen, oder? Bin mir gerade unsicher, ob ich das mal aufgehört haben. Ja. Wir müssen da rein. Was ist jetzt? Wer haben wir hier? Oder doch, muss runter. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich nach oben oder nach unten muss. Aber ja, das letzte Mal hatten wir ja trotzdem die Prüfung gemacht. Soweit erinnere ich mich definitiv noch. Soweit. So, das passt auch von Sound her einigermaßen. Es war eigentlich leistet die Capsack halt auch ein bisschen sehr viel zu leise, aber. Der gelbe Punkt ist doch der, wo es jetzt hin muss, oder? Wenn mich das alles täuscht. Weil es war doch der Punkt. Ich weiß halt nicht, wo ich gerade bin, aber es ist doch genau die Stelle hier. Wenn man es auf dem Berg ist, weiß ich es gerade nicht. Wir schauen einfach mal, wir gehen jetzt mal weiter. Dann sind wir, wo wir hin müssen. Bin nämlich gerade relativ unsicher, ehrlich gesagt, ob ich jetzt auf dem so richtigen Pfad bin oder ob das nicht ganz so passt. Das Haus ist nur ganz so Musik, weil es ist, bin jetzt gerade im Urlaub wieder da. Muss erstmal so schauen, ob das ehrlich passt. Ob man. Alles hört. Ob man was hört. Und mal schauen, wie man es hört. Alles hört. Ob man was hört. Ja, man hört was. Gut, also ihr hört gerade nichts, das weiß ich, aber ihr hört jetzt, glaube ich, da war es. Und zwar genauso. Wieder vor. Gut, ja, ich glaube, ich bin hier oben, dann ist das alles richtig. Aber ich weiß nicht, das ist lange her. Das letzte Mal hat sie die Prüfung gemacht und bestanden. Ja, da hat sich gerade bei mir, wo es eigentlich hin muss. Berg hinabsteigen, okay, das sollte es. Gut, weil ich doch wieder was machen sollte. Aber nämlich das ein kleines, kurzzeitig bei uns ist er, was ich eigentlich zu tun hatte. Aber jetzt weiß er es ja wieder. Es passt dementsprechend. So. Ja, bergabsteigen geht hier, da sind wir uns alle einig. Dann, müsste es jetzt doch eigentlich auf der Unterseite vom Berg rauskommen, wo es weiter muss. Ne? Ah, hier geht's ja auch weiter, jetzt sehe ich das. Jetzt. So böse Felder immer so meiden. Das muss man die ganzen Felder durchgehen und alles. Wo die ganzen Pokémon drin sind, das dann alles. Sehr umständlich. Ja, jetzt bin ich hier, wo es hin muss und hier muss es hin. Jetzt habe ich es geblickt. So. Oh, du hast Kia TVs, Kia. Oh Gott, Kiva. Kiaves Prüfung bestanden. Jo, so sieht's aus, ne?
Pardon, du kannst jetzt Gulag als Pokémobil-Pokémon benutzen. Dann erkläre ich dir jetzt mal, wie du an einen Ort gelangst, an den du mit den Pokémons aus deinen PC-Boxen spielen kannst. Aufgepasst. Öffne mit dem X-Knopf das Menü, berühre, okay. Gut, das, ja, lassen wir mal so stehen. Und... oh, du hast ein Pyrium-Set. Herzlichen Glückwunsch zum Bestehen von Kias Prüfung. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ah, und da wird ein neuer Teil frei, oder wie soll ich das sehen? So, bitteschön, du kannst jetzt durch. Zum Saltenzungel, Zungel A, der Prüfungsstätte von Kapitän Maho, gelangst du über Route 8. Okay, also let's go. Zu Route 8. Sie gehen in beängstigenden, dunklen Tunnel. Und wer ist das? Wow, ich spüre eine unglaublich starke Aura. Oh, hallo David. Aha, das, was den Bewohner Alolas also unter dem Wort Tunnel. Hätten wir etwas mehr Zeit, würde ich es ihnen liebend gerne forcen. Wie auch immer. Diese Inselwandersaft scheint reibungslos zu verlaufen, David. Wenn ein Trainer gegen ein Herser-Pokémon kämpft, das sich eine Aura gehüllt hat, wirkt sich das eindeutig auf den Trainer aus. Und durch die Set-Attacken hüllen sich wiederum die Pokémon in sein Team in eine Aura. So schließt sich der Kreis. Sagt Trainer, bist du in der Lage, die Aura zu kontrollieren? Nein. Wie dem auch sei, uns geht es ja gar nichts an. Es ist bloß vor langer Zeit war unsere Welt von einem Licht erfüllt, das dem der Set-Attacken sehr ähnlich ist. Draus, vergiss nicht, dass wir noch einen Termin haben. Wir haben vor, die Hilfe eines Professors in Anspruch zu nehmen, der sich ausgezeichnet mit Pokémon auskennt. Wenn wir mit den Mitteln der Wissenschaft, die uns zur Verfügung stehen, unser Ziel erreichen wollen, bleibt uns nun mal nichts anderes übrig. Jo, sau. Das ist interessant, wenn die dich begrüßen oder verabschieden, dann machen die immer so hier. Und das ist dann auch nur eine coole Idee, um sie zu begrüßen. Das nächste Mal, wenn ich Freund oder meine Freundin auf Postenhof sehe, ich mach... Alola! Beste Begrüßung der Welt. So, gehen wir dann mal durch diesen Creepy-Tunnel fertig durch, sodass wir diesen Creepy-Tunnel einfach weg haben. Und schau mal, was uns jetzt eben außerhalb von Creepy-Tunnel erwartet. Nämlich die schöne Route 8, ne? Die man schön erforschen kann, ne? Ich weiß, wo wir jetzt erstmal hin müssen, weil zumindest erst wieder was erklärt wird. Vielleicht ist da Tali. Ah, ne, das sind andere. Sehen wir mal, was das jetzt hier ist. Aber die sind ja sehr weit gekommen. Du dort, warte kurz. Hattest du einen Moment Zeit für mich? Ist? Oh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Das haben wir noch gar nicht vorgestellt. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Mein Name ist Achumas und ich bin Wissenschaftler. Achumas, das hört so wie so Spanisch an. Buenos dias. Me llamo Achumas. Kürtel. Meine Forschung beschäftigt sich damit, wie man dem Pokémon ihr wahres Potenzial entlocken kann. Ich bin der Ansicht, dass es an der Verbindung zum jeweiligen Trainer liegt. Deshalb bin ich sehr interessiert an Trainern wie dir, die durch ein Setcrafting mit ihren Pokémon verbunden sind. Ach und übrigens, ich habe dich ja noch gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ah, David, verstehe, das merke ich mir nun. Bitte merkt David und nicht Daniel, weil die kleine Lila-Sträume am Rande von der Schule. Total viele Lehrer in der Schule nennen mich Daniel, obwohl ich David heiße. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das weit verbreitet, Davids versehentlich natürlich Daniel zu nennen. Macht gar keinen Sinn, aber es ist halt. So, falls du es kennenlernst, schenke ich dir eine TM. Jo, danke für die TM. Was macht eigentlich mit dem Stift und was eines? Also, danke. Finde ich cool. Der richtige Einsatz der Attacke Nitroladung kann die deine nächste Prüfung und den Kampf gegen den Herrscher des Zattenzungels erleichtern. Gut, das kann mir auch mein Herrscher-Pokémon, aber
Das kann es natürlich sein, das ist ja klar. In Alola soll es aus dem Anzug und das Pokémon Resort geben. Eine Inselgruppe nur für Pokémon. Ah, oh, das ist doch schön. Ich bin froh, dass ich nach Alola gekommen bin und ich werde hier wohl eine Weile hier bleiben. Nun denn, David, ich verabschiede mich. Ein sehr ungewöhnlicher Auftritt von ein paar seltsam gekleideten Gestalten wartet auf mich. Okay, mach's gut. Ja, ne, interessant. Und hier klebt doch irgendwas, ne? Lel, hab 3 erste Sticker gesammelt. Was ist das so eigentlich für ein Gebäude, bei dem ich zuerst an der Arbeit vorbeigelaufen bin? What's that? Hallo Trainer, wie sehr hast du ein Pokédex? Hättest du Interesse daran, als Aushilfskraft für die Ather Foundation zu arbeiten? Ather Foundation? Hört sich interessant an, na klar. Prima, wir von der Ather Foundation haben es uns zum Ziel gesetzt, Pokémon zu besitzen, deshalb sammle ich gerade Daten zu einem Pokémon namens Viscora, das im Sattenzunge lebt. Die Ather Foundation liegen zwar bereits Daten zu ihm vor, aber wir benötigen dringend noch die Informationen aus seinem Pokédex-Eintrag. Und da kommst du nun ins Spiel. Bitte fange ein Viscora und zeige mir einen Pokédex-Eintrag. Du bekommst selbstverständlich auch ein kleines Honorar. Also dann, ist er auf das. Okay, also wenn mir so ein Pokémon über den Weg läuft. Oh, ich werde es ein bisschen müde. Wenn mir so ein Pokémon über den Weg laufen sollte, werde ich es fangen. Und übrigens, weil ich viel gefragt habe, ja, wie lange geht das Projekt noch? Also ich will es eigentlich durchhaben. Bevor halt Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee im November rauskommen. Deshalb kommt das Projekt jetzt hier im September auch wirklich wieder deutlich öfter. Im September und Oktober. Damit ich es bis November durch irgendwie durchbekomme. Weil ich da eher auch monatelang dran sitze hier in diesem Projekt. Der ist ja klar, ist ja riesig. Aber man kann schon für tolle Sachen mitmachen. Weil ich da eher auch. Braucht eigentlich niemand Stift. Ich kann das alles auch mit den Dings machen. Machen wir mal Feuer. Ja, gut, besser gesagt. Ja moin, das ist ganz schön effektiv. Wow, also das hat ihm definitiv sehr geholfen, ne? Ja. Das war nicht schwer. Easy going, ist er weg? Easy going. Kämpf mit Cat weiter. Ich meine, ich habe eh noch genügend Pokémon. Also das ist kein Problem, denn es weiß nicht passt, dass wenn ich Cat noch mache und nochmal Glut probiere, wie ich bei dem Pokémon auswirkt, weiß es nicht. Aber es ist ganz in Ordnung, wie es scheint. Okay, das Cat verwirrt. Vermutlich kann Cat jetzt nichts tun. Ich werde nicht gleich sehen. Nee, funktioniert sogar. Ein Kratzer hilft schon. Also besser als die andere Attacke. Wenn das aufgefressen werden ist, einfach nochmal an Kratzer ranknallen, ist es auch wieder. Ja. Dann machen wir gleich noch einen Kratzer und dann dürfte das Ding weg sein. Das war das erste Mal, dass jetzt hatten neben diesen Kampf, ne? Zu denen ist das, denke ich, mal ganz akzeptabel. Ja, was sonst daneben heilen geht mir jetzt, ich hätte gleich auf den Senkel. So gut, dass es kann auch so unten so weitergehen, bis ich halt mein Legendary Pokémon raushole, was alles andere kalt macht. Bis dann kann es doch seine Theoretische weitergehen. Oder auch nicht, weil ich den besiegt habe. Das ist sehr schön. Yay. Yeah. Trainer von Marvin wurde besiegt. Irgendwie konnte sich diese Strategie keinen Vorteil sehen. Ja, also ist es halt, mal gewinnt man, mal verliert man, alles ist drin. Eine richtige Weisheit, die ich hier raushaue. So, ich finde einen Hypertrank, das ist sehr schön. Den nehmen wir doch immer gerne. Und das hier ist wie gesagt Route 8, da gehen wir jetzt noch zum.
für diesen Pokémon-Kampf und danach gehen wir ins Pokémon Center, um unsere Pokémons wieder aufzufressen. Also ihr seht schon, hier warten einige Pokémon-Trainer auf einen, um einen herauszufordern, wie es mir scheint. Alles mit dem Kabel, bei mir ist es gerade ein bisschen beschissen, weil das Capture Card Kabel hier so blöd rumliegt. Das liegt jetzt dann die Kabel auf meiner Hand. Nicht sehr angenehm. Gut, aber ach doch, das ist doch süß. Das ist richtig süß. Das will denn nicht unbedingt. Das ist ein süßes Pokémon. Und ich mach's alles gerade kalt, aber hey, was ist das? Verlusi, okay. Das ist süß. Das gefällt mir. So, dann will ich es auch mal mit drin haben. Das hat so ein süßes Gesicht. Also komische braune Beine. Dann Gesicht, als ob das war mit Pokémon mit dem Teddybär gekreuzt hätten, gefühlt. So sieht's aus. Ui. Das ist die Pokémon. Hat aber tatsächlich ein bisschen was am Biss und kann auch hier ein bisschen was an Schaden zusenden, glaube ich. Ui. Sieht zumindest so aus, ne? So, weg ist es. Süßes Pokémon. So geht's halt nun mal weiter. Wenn du tot bist, bist du tot. So. Wenn du tot bist, bist du tot. Meine Weisheiten hab mal wieder. So, ich geb mich geschlagen. Was für eine willkommene Abwechslung. So, das seid ihr alle nicht gewöhnt, ne? Ihr seid gewöhnt, dass ihr den Leuten, die vorbeikommen, eins auf die Fresse geben. Gibt's aber jetzt nichts auf die Fresse bekommt, ne? Hier ist es halt mal so rum. Jo, das ist wie gesagt Route 8. Werden wir es natürlich im nächsten Partner nochmal genauer anzeigen, wo wir da hin müssen und so weiter und so fort. Aber hey, hier ist erstmal Tali, oder wie? Hey David, kennst du den Festival Plaza? Ich hab gehört, dass die Leute da zusammenkommen, um Spaß zu haben. Ich sehe dir an, dass du schon mal auf Festival Plaza warst. Und was meinst du, Festival Plaza ist der Wahnsinn, oder? Selbst Ubi ist begeistert. Er sagt, dass er gut ist. Dass es gut ist, aus vielen Leuten zu begegnen. Also dann, ich gehe jetzt am besten mit meinen Pokémon spielen. Jo, mach's gut, Tali. Festival Plaza ist das mit Pokémon tauschen, by the way. Ich weiß gerade nicht auswendig, da wie viel Part das hier jetzt ist. Ich habe erst kein Peile, wie viel Part das ist. Aber es gilt immer noch. Sobald hier eine runde Partzahl kommt, Part 30. 35, 40, 45, also war es also immer 0,5. Dann mache ich da einen Community-Part, wo ihr Pokémon tauschen und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, dass das hier kein runder Part ist, sonst würde ich es im nächsten Part nachholen. Ansonsten könnt ihr euch ja selbst ausrechnen, weil der nächste Community-Part ist. Also wäre das jetzt ein Part mit einer 0 oder mit einer 5, mit einer, also 30 oder 35, würde ich es im nächsten Part nachholen als Stream, würde ich es vorher auch ankündigen. Ansonsten. Ich kann auch mal geschwind nachschauen, was mein letzter Pokémon-Part war, um Bescheid zu wissen und äußerst geschwind noch Bescheid zu sagen, jetzt vorm Ende. Es ist halt nur so ein bisschen her, durch die ganzen Gamescom-Zeugs und alles drum und dran, was wir hatten. Man weiß es einfach nicht mehr, ne? Ich hab jetzt wieder, kam gerade aus dem Urlaub zurück, hab es dann wieder Schule. Und setz mich trotzdem und nehme das Zeug, ist alles nicht so einfach. So, ich glaube, das ist tatsächlich Part 34, das heißt, der nächste Part ist einer, der live gestreamt wird. Liebe Leute, und die Pokémon tauschen, ganz wichtig, also im nächsten Part wird Pokémons getauscht, da kann ich euch auch ein gleiches Datum sagen. Ich nehme es auch tatsächlich schon sehr bald, denn wenn ihr meinen Upload-Plan schaut, seht ihr ja immer, wann ich sie was streame. Und das nächste Mal Livestream, also das nächste Mal Pokémon Ultra Sonne, mach es am Moment. Heute haben wir Freitag, ne? Mach es am Dienstag. Dienstag, Pokémon Ultrasonne Stream. Könnt ihr euch drauf freuen. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen, liebe Leute, von dem Video. Macht's nicht gut, macht's besser. Um einmal die Vollzeit zu haben. Alle Leute ans Herz. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.